So. Dann haben wir es jetzt direkt hinter uns. Wir machen direkt das Zeitrelikt. Dann müssen wir nie wieder in dieses Level rein. Crash, Coco, wenn ihr den Kristall in einem Level schon geborgen habt, erscheint eine fliegende Uhr, wenn ihr zum zweiten Mal hineingeht. Die Uhr aktiviert den Zeitkampfmodus. Schnappt sie euch und die Zeit zählt herunter. Beeilt euch, um das Ende in der Bestzeit zu erreichen. Aber Vorsicht, manche Elemente verändern sich. Zum Beispiel Kisten. Ich glaube, mir verändert sich gar nicht, ne? Kisten verändern sich nur. Der ist Time. Na komm. Genau, das hätte nicht sein müssen. Aber wir können hier eh keinen super Akku kriegen, deswegen ist das eigentlich ziemlich Wumpe. Wäre halt nur nochmal eine schöne Absicherung gewesen. Hallo, steuerst du mal? Danke. Ah, das will nicht steuern, Alter. Ja, das Ding würde ich schön gern mitnehmen. Also damit sind wir ein Ticken schneller. Ein Ticken. Hallo. Also das mit dem Beschleunigen, das mal lassen wir mal lieber. Reicht das für Gold? Ja, danke schön. Also wenn du die Crash-Kristalle so magst, in der Handyversion wirst du sie auch haben. Oh, nice. Wenn der morgen um 12 Uhr anfängt, dann habe ich überhaupt nicht so viel Zeit, wie ich dachte. Ich muss irgendwas mit meinen Haaren machen. Ich war zwar... Vorgestern war ich schon zu hören. Aber irgendwie sehen die halt scheiße aus. Nein. So, das wäre abgehakt, das Level. Müssen wir nie wieder rein. Orient Express. Die mag ich hier sehr gerne, den Level. Vielleicht will Cortex die Kristalle auch noch haben, weil sie so schön aussehen. Das kann auch sein. Achso, wir müssen jetzt hier alle Kisten holen. kann die rennen, die Route? Also sonst können wir das hier gleich eigentlich auch schon machen, ne? Ich bin doch gerannt. Ne, ich glaube, rennen kann, also quasi die Rennfunktion von Crash, die er nach dem Spiel bekommt. Ich glaube, die kann sie nicht benutzen. Deswegen würde ich gleich einfach probieren, das Level hier nochmal zu machen. Stimmt, das ist ja hier durchgängig in dem Spiel, ne? Das war nicht weit genug. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich halt über den rüberspringe. Deswegen habe ich nur ganz kurz X gedrückt, aber das war's nicht. Gibt's in Oddworld? Fällt mir gerade so ein. Gibt's in Oddworld eigentlich? Eigentlich was Kristallähnliches irgendwie?
Weil bei Spyro gibt's ja Edelsteine zum Einsammeln. Hier bei Crash gibt's Edelsteine und Kristalle. Und hier, bei Otto weiß ich gar nicht. Eigentlich nicht, ne? Ich glaube nicht. Schade. So, dann würde ich sagen, machen wir das direkt nochmal. Uka Uka und Cortex wollen, dass Tiny Kristalle holt und bringt zu großes Kolosseum in Rom. Crash, die Tiny gibt oder Crash platt gemacht wird. Oh, wir können gleich mal gucken, ob wir das mit den... mit dem Käse beim Tiny hinkriegen. Ich meine, das wäre Käse gewesen. Ja, nehmen wir die Maske halt nicht mit. So. Ah, ja genau, die eine Kiste, die keinen Wert hatte, den nehmen wir natürlich mit. Nehmen wir auch nicht mit. Ist okay, ist okay. Hört sich eigentlich nach einer guten Zeit an, ne? 23? Zweites Level, was wir nicht mehr betreten müssen in diesem Live-Let's Play. Tiny sieht viel zu glatt aus. Mir fehlen die Pixel bei ihm. Ich mag die spitze Schnauze von Tiny aus dem zweiten Teil. Ich glaube, in Crash Bash sieht er noch bescheuerter aus als im zweiten Teil. So, was haben wir hier? Das müsste, glaube ich... Dino oder irgendwas anderes sein. Ja, Dino. Was ist denn der letzte? Ich lass mich überraschen. Ich will da jetzt nicht. Zwei Edelsteine. Ah, das ist wahrscheinlich der gelbe Edelstein oder so, den man einsammeln kann. Müsste ich hier, glaube ich, noch gar nicht alle Kisten einsammeln können, ne? Lava-Häufchen, die sehen aus wie geile Pizza. Oder das war gerade ein bisschen aus wie Lasagne. Das sieht alles aus wie Lasagne. Ich denke, wieder nur ins Essen. Eben war es Kuchen, jetzt ist Pizza und Lasagne. Die ist aber auch geil, ne? Ach, du willst schon gar nicht mehr. Na gut. Schon das kleine Dino-Baby. Ah, ein roter Edelstein. Okay. Ich dachte, der wäre gelb. Oh, morgen. Ich erzähle euch einfach nochmal was von meinem Essen. Morgen möchte ich gerne etwas ausprobieren. Und zwar... Ihr kennt doch so Dosenfisch mit Tomatensauce, ne? Also diese Dosenheringe, die in Tomatensauce eingelegt sind. Sowas esse ich eigentlich ganz gerne. Also was heißt ganz gerne? Esse ich? Aber ich muss da Bock drauf haben, weil sonst schmeckt mir das nicht. Und ich kann ja mal sagen, meine Lieblingssorte
ist von Apple die Harmonie. Das ist in so einer Curry-Mango-Soße, glaube ich. Das ist meine Lieblingssorte. Aber morgen werde ich ausprobieren. Ich habe das irgendwo, habe ich das mal gelesen, dass das irgendjemand gemacht hat. Und ich möchte gerne mal probieren, wie das schmeckt. Und zwar diesen Dosenfisch mit Tomatensoße im Topf warm machen und auf Nudeln kippen. Oh, guckt euch das an. Vor allem mit den Macken noch da drin, ne? Und diese Unreinheiten, die da so ein bisschen... Ich glaube, das sind auch Macken. Wundervoll. Möchte ich mir eigentlich irgendwo hin tätowieren lassen. Nur ich habe Angst, dass das dann scheiße aussieht. Und mit Tattoos ist auch nicht mehr. Also, ich hätte gerne mehr, aber... Dennis mag das nicht so, deswegen... Ich das. Also eins ist auf jeden Fall noch geplant. Es sollte eigentlich auch schon da sein. Ich habe am Schienbein habe ich eine Hummel. Habe ich mir letztes Jahr im Oktober, glaube ich, stechen lassen. Eine Hummel. Nee, doch, müsste Oktober gewesen sein. Ungefähr Mitte, Anfang Oktober. Und da sollte eigentlich noch so Mandala drumrum. Das sollte dann eigentlich im Dezember gemacht werden, aber da war wegen Lockdown und so. Also erstens durfte die Künstlerin nicht einreisen. Die kommt aus Russland, glaube ich. Und die durfte da zu der Zeit nicht einreisen. Dann mussten die ganzen Tattoo-Studios zumachen. Wegen Corona. Und ja, momentan ist halt auch ein bisschen blöd, deswegen ich warte noch ein bisschen ab. Und dann frage ich irgendwann nochmal da an, wie das aussieht mit dem Mandala, dass ich einen Termin da kriege. Der hat die Kiste nicht aktiviert, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwo eine Kiste übersehen habe. Das Schlimme ist, ich muss schon wieder pinkeln, ne? Ich war eben gerade erst. Kirmesbläschen wieder am Stissel. Okay, die macht die auch kaputt. Es leuchtet grün, ich muss es einfach kaputt machen. Grün ist die Farbe für gut. Und dann darf man das kaputt machen. Leben, 12 Leben noch. Ich würde sagen, gleich sind wir Game Over hier, ey. Du machst sie kaputt, ne? Die machst du auch kaputt? Oh. Julia sieht Kisten und sie muss drehen. Egal, was es für eine Kiste ist. TNT, Nitro. Scheiß drauf, wird alles kaputt gedreht. Diesmal nicht, Freundchen. Okay, haben wir doch alle Kisten bekommen. Das heißt, in dem Extra-Level gibt es keine... Kisten. Was ist denn jetzt im